Hallo und willkommen zu einem Video aus der Reihe Retro-PC. In diesem Video möchte ich mal einen hoffnungslos veralteten PC vorstellen, und zwar diesen Fujitsu Siemens T-Bird aus dem Jahr 2000. Die Firma Fujitsu Siemens, die hat nur existiert von 1999 bis 2009, die gibt es also schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Siemens macht keine PCs mehr und hat alles an Fujitsu verkauft, also was man jetzt so findet, ist von Fujitsu. Wie man hier sieht, ist da ein Pentium 3 drin. Das ist noch dieses alte Pentium 3 Logo. Und hier ist auch was ganz besonders Hübsches, und zwar ein Logo, ein Zertifikat, dass dieser PC Jahr 2000 geeignet ist. Das war ja im Jahr 1999 die große Angst, dass alle Elektrotechnik versagt. Im Jahr 2000, wo das Jahr von 1900 auf 20 dann sozusagen gewechselt ist, weil viele Geräte ja noch mit einem Datum funktioniert haben, was nur zweistellig war. Und dieser PC ist sozusagen ganz speziell getestet, dass dieser PC auch nach dem Jahr 2000 noch funktioniert. Das können wir auch gleich mal ausprobieren. Wie man hier auch direkt von außen schon sieht, ist ein Diskettenlaufwerk eingebaut. Da sind dann tatsächlich 1,4 Megabyte an Daten draufgepasst. Dann ist hier ein ZIP 100 Laufwerk eingebaut. Das war mal eine kurzfristige Erscheinung mit ZIP-Disketten, da ging 100 Megabyte drauf. War damals sensationell. Und hier oben ist das CD-ROM-Laufwerk, was CDs liest. Und hier hat jemand nachgerüstet irgendwann mal ein DVD-Brenner. Der ist wahrscheinlich nicht 2000, sondern eher vielleicht so 2003 reingekommen. Vielleicht sogar noch später. Das sind die Disketten, die werden hier so reingeschoben, wer es nicht kennt. Und die rasten dann hier ein. Und man kann die auch jederzeit wieder rausholen und tatsächlich 1,4 Megabyte drauf speichern. So fährt der PC dann jetzt hier hoch. Das dauert alles seine Zeit lang. Die Floppy, die schnurrt auch am Anfang noch mal ein bisschen, um zu gucken, ob da eine Diskette drin ist, von der er booten kann. Die CDs hat er auch schon kontrolliert, also die Laufwerke, ob da was Bootbares drin ist. Ist bei dem Gerät nicht der Fall. Also hat er dann jetzt hier von Platte gebootet. Die Platte hat 20 GB. Das ist unvorstellbar klein und dazu auch noch langsam. Und man hört die Platte auch richtig schön arbeiten an dem wunderbaren Klackgeräusch aus dem Jahr 2000. Windows 2000 ist auch installiert, ist original jetzt über 15 Jahre alt und seit 15 Jahren hier drauf. Die Platte ist auch original aus dem Jahr 2000. Der Monitor ist jetzt nicht aus dem Jahr 2000, sondern das ist ein NEC Multisync, ein LCD 15 Zoll, der ist aus dem Jahr 2002, da kam der auf den Markt. Hat damals aber bestimmt auch so zwischen 1000 und 2000 Euro gekostet. Also war ein recht teures Gerät, und auf dem läuft aber Windows 2000 auch, wie man sieht, ganz prima drauf. Ist alles ein bisschen klein, aber funktioniert sehr gut. Das ist die passende Maus aus der damaligen Zeit. Das ist die Microsoft IntelliMaus. Die ist PS2 und die hat tatsächlich sowas, was man heute eigentlich gar nicht mehr kennt oder zumindest nicht mehr kennen sollte. Und zwar eine Kugel. Da gibt es hier diese Kugel, die hier zwei Räder bewegt, zwei Walzen, und die dann über eine Lichtschranke arbeiten und dadurch die Position des Mauszeigers bestimmen. Das ist eine Stahlkugel, die ist hier drin und die wird hier gehalten. Die konnte man immer rausmachen und konnte die Kugel mal sauber machen, weil sich da natürlich immer ziemlich viel Staub drin angesammelt hat. Wie man sieht, ist die auch schön vergilbt. Das gehörte so, und die Mäuse waren damals auch generell in dieser Farbe, was auch zwangsläufig dazu geführt hat, dass die auch alle vergilbt und versifft sind. Die Tastatur ist natürlich genauso belegt wie heute, hat sich eigentlich nichts dran geändert. Die ist auch in weiß und schön klapprig. Das war damals relativ üblich, die waren alle irgendwie so ein bisschen klapprig. Das ist auch dieses typische Design der Tastaturen um das Jahr 2000. Installiert ist hier, wie gesagt, Windows 2000 Service Pack 4. Das ist auch das letzte Service Pack, was es da jemals vergab. Der Rechner hat 256 MB RAM, wird hier angezeigt als 261.620 Kilobyte und ist eigentlich Windows 2000 ähnlich wie Windows XP. Konnte nicht ganz so viel, Windows XP war ein bisschen fortschrittlicher, ein bisschen komfortabler und hat auch hier diesen Gerätemanager. Sieht man hier, Grafikkarte ist eine ATI Rage 128 GL, AGP, oje, sagt man da nur, aber zum ganz normalen Surfen würde das heutzutage auch noch reichen. So sieht der PC von hinten aus, die ganzen Schnittstellen. Hier oben ist das PS2-Netzteil, das ist schon PS2, also kein Baby-AT, aber noch ein altes, wie man hier sieht, mit so einem 8 cm Lüfter, das hat man ja heute nicht mehr. Und die Lüfter, die sind auch nicht hier hinten, sondern die sind unten, die zeigen dann in das Gehäuseinnere heutzutage. Dann hat es hier PS2-Maus, PS2-Tastatur, dann hat es hier zweimal
USB, dann hat es hier zwei serielle, einmal parallel für den Drucker. Die meisten Drucker waren ja damals noch parallel und hier die Joysticks, die wurden auch nicht an USB angeschlossen, sondern an einen Gameport, an 15-poligen, das ist dieser. Und hier hat sich nichts geändert im Vergleich zu heute. Hier hat es dann den Line-Out, den grünen für die Lautsprecher. Hier unten der rote ist dann fürs Mikrofon und hier hat es dann den Line-In. Da konnte man irgendein Gerät anschließen, wurde aber meistens eh nicht benutzt. Das ist die Grafikkarte, die ATI 128 mit 32 MB Speicher und die ist AGP. Und hier unten hat jemand nochmal USB-Karte nachgerüstet und zwar viermal USB 2.0. Man muss dazu sagen, dass hier oben die USB-Ports on board, das sind nur 1er oder 1.1. Also die sind super schrecklich langsam geeignet für irgendwie eine Tastatur oder eine Maus, wenn es überhaupt damals unterstützt wurde. Aber wenn man was Schnelleres anschließen möchte, wie eine Festplatte, braucht man halt schon so eine Karte, die man da nachgerüstet hat damals. Und das gleiche galt auch für Netzwerk. Wer Netzwerk haben wollte, musste sich so eine PCI-Karte nachrüsten. Heute ist sowas ja eigentlich alles on board. So sieht das Gehäuse jetzt geöffnet aus. Wie man sieht, ist hier ziemlich viel Luft hier unten drin. Ein Riesenkasten für ziemlich wenig Inhalt. Heute ist es natürlich alles nochmal eine Ecke kleiner. Hier ist das Mainboard mit dem Prozessor. Das ist ein Slot 1 Prozessor noch von Intel Pentium 3. Auch ein Riesending und das steht hier so hochkant drin. Hier ist die Grafikkarte nochmal gesichert mit so einer Art Kabelbinder. Hier sind die beiden Karten und was hat es noch? Hier drei RAM-Module. Hier drüben dann Festplatte, Diskettenlaufwerk, ZIP-Laufwerk und diese beiden optischen Laufwerke. Das Weiße hier sind diese drei PCI-Steckplätze, wie man die früher hatte. Zwei sind belegt durch die USB-Karte und die Netzwerkkarte. Einer ist noch frei. Und wenn man das mal hier so ein bisschen anwinkelt, das Gehäuse, sieht man auch prima die Grafikkarte, diese hier. Und die ist passiv gekühlt. Streng genommen gibt es auch gar nicht viel zu kühlen. Die Kühler heute sind ja alle 20 mal so groß. Diese Grafikkarte, die hat auch funktioniert mit so einem kleinen Kühlerchen hier drauf. Hatte auch nur natürlich 32 MB und einen ziemlich langsamen Prozessor in keiner Weise zu vergleichen mit heute. Das ist die CPU, die steckt wie gesagt in diesem Slot. Die ist fast so groß wie eine Tafel Schokolade. Mit so einem ganz speziellen Kühler vorne drauf kriegt man heute kaum noch, wenn man mal einen braucht. Und hier hat es die drei RAM-Module, 1, 2 und 3. Das sind SD-RAM-Module. Komischerweise hatten viele Boards damals drei Steckplätze, heute sind es ja meist zwei oder eins. Und hier hat man 128 MB und 2x64 sind dann 256 in der Summe. SATA sucht man natürlich hier auch vergebens, war damals noch nicht erfunden oder noch in der Planung. Und hier hat es natürlich diese Flachbandkabel, jede Menge, einmal für die Floppy, den Sugarbus und dann hat es hier nochmal IDE oder ATAPI dann für die optischen Laufwerke. Das geht dann hier an die Platte und dann weiter zu dem ZIP-Laufwerk und an das andere Kabel hier oben sind diese beiden optischen Laufwerke angeschlossen. Das gibt natürlich eine ganz schöne Kabelmasse hier drin. Da hat man auch dann diese großen Gehäuse gebraucht. Damals hatten die Geräte meist noch so eine Besonderheit mit einem Audiokabel. Das ist dieses kleine graue Kabel. Benutzt man heute eigentlich gar nicht mehr, könnte man theoretisch wahrscheinlich schon noch. Und zwar ist das hier zum Abhören von Musik-CDs, also von Audio-CDs, wenn man eine Audio-CD in das Laufwerk gelegt hatte. Dann wurden die Daten, die Musik wurde dann analog über dieses graue Kabel übertragen und ging dann hier an die Soundkarte. Also das geht von der Soundkarte hoch hier an das CD-ROM-Laufwerk. Hier kommt das Kabel dann hoch und endet hier im CD-ROM-Laufwerk und dient nur dazu, diese analogen Audiodaten zu übertragen von der Audio-CD, die man hier eventuell abspielt. Und wenn man sich das mal genauer anguckt, das hier oben ist das Laufwerk, das alte, an das dieses graue Kabel geht. Das hat zwei Knöpfe, einmal hier für den Auswurf des Mediums und für Stopp, wenn man genau hinschaut. Und hier gibt es dann einen Startknopf. Da konnte man eine Audio-CD einlegen, konnte auf diesen Startknopf drücken und dann hat das Laufwerk auch ohne Zutun vom Betriebssystem oder von dem Mainboard, also man konnte auch das Betriebssystem gar nicht gestartet haben, eine Audio-CD abgespielt und man konnte die sich anhören. Das wurde dann irgendwann später weggelassen. Wie man sieht, hat dann der Brenner, der ein paar Jahre später dann hier eingebaut wurde, nur noch einen Knopf. Der PC, so wie er da steht, war damals zu diesem Zeitpunkt schon ein High-End-Gerät und hat ungefähr so in dieser Ausstattung 2000 Mark gekostet, also so um die 1000 Euro. Und ist nicht zu verachten, also damals war man mit so einem Gerät sehr, sehr gut bedient und hat da sehr viel Geld für investiert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt ihm einfach einen Daumen hoch und schaut euch mal im Kanal um. Da gibt es noch weitere Videos aus der Reihe Retro PC.